Dann danke ich den Göttern, dass ihr nicht häufiger die Wahl habt. Eure Überzeugungen sind häufig genug ziemlich vorwitzig. Ich bin eine Haflerin, Keldon, und ich bin diskret, wenn ich es wünsche. Ich finde schon andere Mittel und Wege, um effektiver zu sein. So, da das geklärt wurde, würde ich vorschlagen, ihr behaltet eure weiteren Gedanken für euch. Ja, natürlich. Keine große Herausforderung. Gut. Ich warte. Nun gut. Ich war schon erledigt. Dann schnappe ich mir mal Yahira und sehe mich mit ihr um. Also nach oben sollten wir tunlichst nicht gehen, hieß es. Mystra, die Göttin der Magie und wie man sagt, eine Freundin der Hafner. Ja, wir haben hier ein paar Hafner-Leute, mit denen wir reden können. Wir können, wie gesagt, sollten, wie gesagt, erstmal nicht nach oben gehen. Wir sind die Hafner. Wir sind geheimer. Wir sind eine geheime. Wie heißt's? Geheime Gruppe. Aber wir haben trotzdem ein ziemlich pompöses Haus hier, was gar nicht auffällt. Ja, nee, ist klar. Ich bin gerade durch die geschlossene Tür gegangen und habe sie von innen geöffnet. Okay, ich denke mal, wir hatten sich Talisa und Yahira draußen unterhalten. Geht Yoshimo mal seine Langfinger ausarbeiten. Stapel Bücher, dem können wir nichts anfangen. Konzentrationstrank hier drauf und niederen Luftelementar beschwören. Ja, und das Auge ist böse. Komm, öffne dich. Du bist F5. Ja, Shiva braucht dringend mehr Schlösser öffnen. Ja. Dass wir gucken können, was da drin ist. Ein Trank. Ein Hafner-Amulett. Alle Hafner, auf die ihr in diesem Gebiet getroffen seid, tragen diese Amulette. Vielleicht identifizieren sie das als Hafner. Könnte sie dem Gebäude einen Begriff geben, in den nur Hafner vordringen können? Ja, auf jeden Fall, wenn wir Yahira nach oben schicken wollen, vielleicht. Wenn ihr es wollt, grüß dich. Ich grüße euch. Gibt es etwas, mit dem ich euch helfen könnte? Könntet ihr mir was über die Hafner erzählen? Etwas kann ich euch erzählen, aber ich weiß nicht alles. Hafner folgt dem Kodex und bewahrt das Gleichgewicht. Beides, das Gute und das Böse müssen sich die Waagschale halten. Die Hafner sorgen dafür, dass es so bleibt. Ihr bekämpft das Exzess im Guten wie im Bösen gleichermaßen. Wie stellt ihr fest, was ist, und die schiere Ansammlung von Macht in eurer Organisation zerstört doch selbst dieses Gleichgewicht, oder nicht? Wir respektieren Weisheit, nicht Macht oder Rang. Ein guter König, der sein Recht so weit ausdehnt, steht dieselbe Gefahr da wie ein tyrannischer König. Wir greifen ein, um das Gleichgewicht zu erhalten. Sehr feinfühlig. Und wie organisiert ihr das alles? Wenn ihr mich fragt, klingt das wie ein törichtes und hochmütiges Verhalten. Wie organisiert ihr das? Unsere Organisation ist unser wichtigstes Geheimnis. Wenn ihr Galloway, unserem Führer hier in der Stadt, begegnen solltet, so erzählt er euch vielleicht etwas darüber. Wer seid ihr? Ich bin Meronia von den Hafnern hier stationiert. Ihr könnt uns an den Amuletten erkennen, die wir tragen, aber auch nur in dieser Stadt. Was ich hier genau tue, geht nur Hafner etwas an. Was könnt ihr mir über diesen Ort sagen? Dieses Gebäude dient uns dieser Stadt als Basis. Sprecht nicht darüber, Verschwiegenheit ist unsere stärkste Waffe. Eine unserer stärksten Waffen. Vielen passt es nicht, dass wir uns in so manche Dinge einmischen und sie würden unserer Existenz mit Freunden ein Ende bereiten. Ja, es kommt mir auch seltsam vor, dass die Hafner ein derartiges Gebäude errichtet haben sollen. Ich habe noch nie von solch einer opulenten Hafner-Basis gehört. Normalerweise war die Geheimhaltung immer unser oberstes Gebot.
Aber neben dem Standpunkt der Geheimhaltung ist dies der sicherste Ort für uns. Starke Magie beschützt dieses Gebäude und es gibt Wachen, die uns gegen Eindringlinge schützen. Was für Art von Wachen? Die Wachen greifen jeden an, der kein Hafler ist. Wenn ich in euer Haus stecken würde, würde ich mich vom zweiten Stock fernhalten. Aber sie töten niemanden, es sei denn, es ist notwendig. Was tun sie dann gegen einen Eindringling oder einen Dieb? Ich weiß nicht. Ich denke, das entscheiden sie selber. Ich habe sie nie gefragt. Ich bin Hafnerin, Meronia. Dürfte ich bitte mit diesen Wächtern sprechen? Ich nehme an, dass es sich bei ihnen um geisterhafte Haftspiele handelt. Vielleicht könnten sie meine Neugierde befriedigen. Das will ich euch nicht raten, Herr Hira. Es könnte sein, dass euch die Wachen ohne den richtigen Schutz nicht erkennen. Besser ihr stört sie nicht ohne einen äußerst triftigen Grund. Grüß dich. Okay. Eine Freundin von mir wurde von den verhüllten Magiern gefangen genommen. Könnt ihr mir etwas darüber erzählen? Die verhüllten Magier, eine mächtige und einflussreiche Organisation, was bei der Abneigung der Bürger von Amn gegen die Magie schwer zu glauben ist. Es ist nicht so, dass die Leute keine Magie anwenden. Man benötigt eine Lizenz der verhüllten Magier und sie gehen hart gegen jede vor, die Magie ohne ihre Erlaubnis praktizieren. Wenn ihr interessiert seid, so bin ich sicher, dass Korn in dem Regierungsgebäude im Regierungsviertel ein größeres Bestechungsgeld nicht abgeneigt wäre. So läuft das hier eben. Ihre Wachsamkeit dient hauptsächlich dazu, jegliche Konkurrenz zu unterbinden oder wenigstens genauestens zu erkennen. Den Ort ihrer Gefangenen halten sie sehr geheim. Wo auch immer eure Freundin sich befinden mag, keiner wird sie je finden. Aber falls ihr verrückt genug wärt, gegen die verhüllten Magier vorzugehen, so wäre jetzt der beste Zeitpunkt dazu. Sie haben den sprichwörtlichen Löwen in eine Falle gelockt. Er ist ein mächtiger Magier mit dem Namen John Iredicus. Die kennen Iredicus. Er hat ihnen, soweit ich beurteilen kann, einige Probleme bereitet, aber sie haben ihre Reihen geschlossen, damit niemand etwas von ihren Schwächen erfährt. Aber es gibt diese Schwächen, glaubt mir. Was wisst ihr über die Schattendiebe? Die Schattendiebe sind dem Stadtrat fast gleichgestellt, sitzen vielleicht sogar im Stadtrat. Trotzdem werden sie von einer anderen Gruppierung, von der wir noch nicht viel wissen, attackiert. Wenn ein Blutskalb, der Name ist echt schlecht auszusprechen, weil es ist nur ein S, also heißt es entweder Blutskalb oder Blutskalb und nicht Blutskalb, also Blutskalb. Ich denke mal, das soll Blut und Skalb heißen und nicht Bluts und Kalb. Leitet die Gilde, aber er trägt nicht die Verantwortung. Aran Lin Vale ist der Schattenmeister von Am, aber ihr werdet keinen von beiden zu Gesicht bekommen, es sei denn, sie wollen es. Ja. Ich mache mir Sorgen wegen dieser neuen Gruppierung. Man erzählt sich, dass sie von einer Frau geführt werden, aber wir wissen nichts von ihr, nicht mal ihren Namen. Wenn ihr mich fragt, ist es besser, seine Feinde zu kennen. Natürlich kann man darüber auch anders denken, aber wenigstens können wir darauf hoffen, dass die Schattendiebe dadurch geschwächt werden. Gut. Dann gehe ich jetzt mal, leb wohl. Natürlich. Dann haben wir hier Pace. Hallo, mein Freund. Hallo, schön euch zu sehen und willkommen in unserem kleinen Reich. Nicht zu viel sehen, was? Macht euch nichts daraus, denn gute Gesellschaft füllt jeden Raum. Was kann klein Pace für euch tun? Nicht viel, ich war nur neugierig. Ich möchte dir mich führen. Es gibt nicht viel zu sehen. Der Rest verblasst im Vergleich zum Hauptraum. Ich bevorzuge die einfachere Umgebung der alten Lichtung. Aber Galvary kennt sich am besten aus. Was ist oben? Kann ich auch nach oben? Klar, ich wüsste nicht warum. Eigentlich ist das keine gute Idee. Es wäre für euch nicht sicher, denn ihr würdet nicht als Haftender erkannt. Erkannt? Ihr meint die Amulette, die ihr offensichtlich alle tragt? Ich dachte, ihr seid eine Art Geheimbund. Ihr müsst erkannt werden. Nur unter gewissen Umständen. Seht nur, Bremer möchte mit euch sprechen. Ich lasse euch jetzt besser gehen. Ja. Hallo, mein Freund. Ich habe nicht viel zu sagen. Am besten geht ihr. Okay, was willst du von uns? Sagt, was ihr von mir wollt. Oh ja, ihr seid der Typ, der uns den Gefallen mit all den Kreaturen getan hat. Wollt ihr etwas? Ich bin im Moment ziemlich beschäftigt. Ich stelle fast, dass ihr hier alle das gleiche Halsband tragt. Hat das einen Grund? Damit geben wir uns nur in der Stadt als Hafte zu erkennen. Das ist alles. Was ist so gefährlich am ersten Stock? Ihr solltet euch von dort fernhalten. Die Wächter werden erkennen, dass ihr kein Hafter seid und es würde keine Möglichkeit geben, euch vor ihnen zu schützen. Wächter, was ist mit ihnen? Ich habe kein Interesse daran, über die Wächter zu reden. Ihr seid kein Hafter und deshalb werdet ihr nicht in unsere Geheimnisse eingeweiht. Egal welchen Gefallen ihr uns tut. Ah, Berniva ist zwar kein Hafner, aber ich bin... Talisa ist zwar kein Hafner, aber ich bin zweifellos eine.
Ihr werdet meine Gäste doch wohl als Freunde behandeln und Fragen beantworten. Ich nehme an, die Wächter sind geisterhafte Harfenspieler. Es tut mir leid, Yahira, aber das ist einfach nicht angebracht, darüber zu sprechen. Sagt, was ihr von mir wollt. Ja. Was könnt ihr mir über die Schattendiebe erzählen? Die Schattendiebe werden darauf aus sein, euch für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. Das ist eine Organisation, die bei der Verfolgung ihrer Ziele keinerlei Moralvorstellung gelten lässt. Haltet euch von ihnen fern. Ich habe bemerkt, dass ihr das gleiche Halsband tragt wie die anderen. Gibt es dafür einen Grund? Damit geben wir an, dass wir Hafner sind, okay? Ich suche eine Freundin von den verhüteten Magiern. Verschleppt wurde. Ist das die Person, die zur gleichen Zeit wie der Zauberer Johnny Redicus entführt wurde? Ja, sie heißt Imon. Da ist eure Freundin wahrscheinlich in großer Gefahr. Dieser Mann, Irenikus, ist überaus mächtig. Die Schattendiebe haben sich mit seiner Gefangennahme übernommen. Laut unseren Informationen haben die Zauberer Angst vor seiner Macht. Doch wo eure Freundin oder diese Irenikus sein könnte, weiß ich nicht. Da werde ich mich auf den Weg machen. Wie ihr wollt, ich muss mich sowieso um ein paar Dinge kümmern. Das kommt mir äußerst sehr vor. Ich habe doch nie von diesem Brauch mit dem Halsband gehört. Hafen hat eigentlich normalerweise nicht dazu, nach Möglichkeiten zu suchen, sich leichter kenntlich zu machen. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Ich denke nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Das heißt, Yahira kriegt das die Halskette mal angelegt. Und geht mal nach oben. Ja. Aber gerne. Dass sie ja unsere Hafnerin ist. Ist sie da oben hoffentlich willkommen. Wie ich euch heiße. Ihr tragt das Zeichen ein und desselben. Hier seid ihr willkommen und dürft in Sicherheit bleiben. Fragt nach Belieben, was ihr wissen wollt, und die Wächter werden euch so gut es geht antworten. Wir haben viel gesehen und kennen die alten Gesänge, auch wenn die erste Melodie vergessen ist. Was ist das für ein Ort? Hier bewachen wir die Zusammenkunft. Hier darf die Gemeinschaft der Mitglieder ruhen und sicher sein. Hier ist eine Festung der Hafen, eine von vielen, eine von wenigen. Was seid ihr für Wesen? Wir sind die Vergangenheit, die die Gegenwart bewacht. Wir spielen die Harfe alle als Geister, damit andere hier Ruhe finden. Vor kurzem wurde hier ein Dieb gefangen genommen. Was ist mit ihm geschehen? Ein Dieb? Ein Dieb, der den Grund und Boden der Hafen beraubt, darf ihn nie wieder berühren, bis er dafür gebüßt hat. Hafner sind über dem Boden, damit sie ihn sehen können und einen Verlust bemerken. Wie sie die Flucht vor dem Gesetz antreten, so haben wir die Flucht gewährt, aber ins Nirgendwo. Ein goldener Käfig für eine Form, die frei aufsteigen kann, sodass sie in Gefangenschaft erkennt, was Verlust ist. Keine Befestigungstümer festhalten oder eine Form, die ihr eigenes gefiedertes Gewand trägt. Zu zeigen, dass materielle Dinge kommen und gehen und dass manche sie überhaupt nicht brauchen. Aber gibt es hier etwas, das jemand stehen wollte? Es gibt hier Ruhe zu stehen, aus der irrigen Sicht heraus, dass Wohlstand auch immer mit Zufriedenheit des Geistes einhergeht. Wie wird man zum Hafner? Es heißt, dass Hafner schon vor Geburt an welche sind, dass sie aber erst anerkannt werden, wenn sie sich anschließen. Eine geistige Veranlagung, die vielleicht keinen Sinn macht, aber das Verlangen hervorruft, das Dinge auf Sicht richtig zu machen. Geduld und gute Taten helfen, einen Ausgleich zu schaffen. Sie sind ihre einzige Belohnung, aber zu gegebener Zeit können sie Anerkennung durch Gleichgesinnte fördern. Man braucht keine Mitgliedschaft, man folgt nur seinen eigenen Weg. Hafner suchen sich den ihren zur rechten Zeit. Ich habe keine Fragen mehr, ich werde euch allein lassen. Einzel aber niemals allein. Die Gesänge der Vergangenheit dienen dazu, die Jahre zu verkürzen für jene, die es sich getraut zuzuhören und bringen die Erinnerung an die dahingeschiedenen Freunde zurück. Jene, die Harfe spielen, sind niemals wirklich allein. Ja. Schon unterwegs. Wir können uns jetzt hier in Ruhe umsehen. Wir hören das Vogelgezwitscher. Oh, da war was Besonderes. Bolzen, das sind wahrscheinlich wieder beißende Bolzen. Und klar, ich sollte natürlich ja hier das Inventar leer machen, bevor ich... Hätte ich auch gemacht. Nebenbei, hier geht es ja auch noch irgendwo hin. Also ja, wer kann das alles tragen? Talisa.
Dann nimmt Atalisa die Stäbe wieder. Noch ein Trank der Einsicht. Konzentrationstrank. So, den Zauber haben wir geschafft. Bin mal gerade kurz neugierig. Geht's da runter oder geht's da raus? Ich glaube, da geht's runter. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Oh, sie hat bald ein Level up. Das ging aber schnell. Oh, und gefällt mir sehr gut. Habe ich eigentlich dran gedacht? Nee. Jetzt habe ich dran gedacht. Also oben weiter umsehen und Zeug einsacken.